und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Minecraft Show. Endlich wieder da, heiß geliebt, heiß ersehnt und konsequent durchgeführt von mir. Mein Name heißt Gardehol, ist unten links gleich eingeblendet und dabei ist der beste Import nach dem Schweizer Käse, der Basel. Hallo. Ja, und hier waren wir letztes Mal stehen geblieben. Bei Design ordnet sich Funktion unter, aber das hat hier nicht ganz geklappt. Deswegen ist es einfach nur Design. Und ja, wo geht's weiter? Es geht jetzt, du hast gesagt, Richtung einem halben Hotel. Habe ich das richtig verstanden? Nein, also einem ganzen Hotel. Also das ganzen, ist ja immer noch vom Anti. Ganzen halben Hotel. Okay. Genau, und da hat hier hinten noch ein Hotelgebäude. Das haben wir in die vorherige Show nicht mehr reinbekommen. Das schauen oder, wir uns jetzt noch an. Oder für die Schweiz ein Hotel. So. Ein Hotel. Ein Hotel. Ich höre da gar keinen Unterschied. Das ist das Schlimme daran. Nicht. Achtung, hier fällt mal runter, ob du verletzt dich ja nicht. Ach, das sind mal wieder unser Monumentarbau. Ja, also in dieser Show stellen wir euch unseren Server vor, wo ihr auch Mitglied werden könnt. Bitte dazu die Bewerbungsregeln sehr sorgfältig lesen. Ansonsten unter garda.link/join könnt ihr teilhaben an einer traumhaften Community, wie wir hier erkennen können, die wunderschöne Dinge bauen, ohne zu cheaten. Ganz genau. Klassisch, mit ganz viel interessanter Technik, aber toller Gemeinschaft, netten Leuten. Und Mumble. So, ja, das ich ist. Ich verspüre irgendwie das Bedürfnis, dich in den Pool zu stoßen. Wie, haben wir keine netten Leute auf dem Server? Doch. Aber? Aber wir haben einen Pool hier und du bist da. Ach, das reicht dir schon als Grund. Das ist ein Hotelpool. Ja. Mit einer Bar hier. Ach, das soll eine Bar sein? Ja, das ist Strohdach. Poolbar, Zutritt nur für Personal. Ach, hier unten geht's rein. Ich dachte, das wäre hier. Pass auf. Kennst du sowas nicht? Dafür wäre das. Kannst du hier im Wasser sitzen und trinken. Ja, das, okay. Sehr schön. Natürlich alles alkoholfreie Cocktails. Ja, genau. Milch zum Beispiel. Toller Cocktail. Der Milch-Cocktail. Ja, das ist also ein Hotel. Wie checke ich ein? Wo bin ich denn? Hier bin ich, genau. Genau, willkommen im Hotel Panna Flora. Und hier darfst du einchecken. Rezeption, genau, was steht denn da? Zimmer. Ein Einzelzimmer exklusive, was? Exclusive, das für mich. Zwei Einzelzimmer, 3 bis 8 Doppelzimmer, Restaurantplätze nur mit Reservierung oder Zimmer, okay. Also es gab tatsächlich mal ein Hotel hier auf der Welt, wo für dich war ein Zimmer reserviert war, das wurde aber abgerissen. Das ist eine Frechheit. Das ist jetzt ein Schwimmbad. Ja, das ist eine Frechheit. So, das ist das Restaurant, was zum... Okay, und was ist das hier? Das ist, da kommt hier, das Essen wird automatisch dann hier reingeliefert oder ist das noch ein bisschen Bauüberrest? Das ist noch Bauüberrest, weil wie gesagt, die Leute arbeiten hier ohne Flugmodus mit Vanillasachen und da braucht man halt mal auch Erde, um da oben was bauen zu können. Ich finde das ja immer so unverschämt. Du siehst halt so Videos auf irgendwelchen Servern und die Leute bauen da irgendwie fette Schlösser und so und dann denke ich mir nur, nee, guck bei uns und dann zeigst du, ich weiß noch, eines der ersten Videos war auch dieses riesengroße, grandiose Minecraft-Schloss, ne? Einfach mal bei YouTube Gardehol Minecraft-Schloss, wo dann die Kommentare kamen, so ein Ding haben wir auch schon gebaut. Und es ist den Leuten gar nicht klar, dass die Leute das alles selbst erarbeitet, erspielt haben, ich hänge in der Tür fest, alles selbst erarbeitet und erspielt haben und nicht eben hier mit, wie hießen das damals noch, All My Blocks, oder wie hieß das komische Ding? Dieses Plugin da. Ja, das ist, genau. Das war immer schon verboten bei uns und das, da kann man, weiß man hinterher auch, was man getan hat. Diese scheiß Türen, die machen mich kirre. Warum gehen die alle nicht? So. Die gehen schon, aber wenn ich vorausgehe, gehen die wieder zu und dann musst du sie nochmal aufmachen. Das ist eine Frechheit. So. Dann musst du vorausgehen. So. Ja, also das ist alles Hotelzimmer. Da, mit, ganz schön, das wusste ich auch nicht. Entschuldigung schnell. Siehst du da hinten dieses runde Gebäude mit dem SP drauf? Servicepartner. Wir reparieren Fernseher. Nicht. Fast, das ist die Spleef Arena, die wir gebaut haben. Das ist ein ganz aktuelles Gemeinschaftsprojekt. Also wir haben eine Spleef-Liga. Wir spielen einmal am Sonntag um 18 Uhr immer zusammen Spleef. Und das Plugin macht das ja leider nicht mehr ganz mit. Wir haben jetzt eine Spleef-Arena gebaut, die wir manuell mit betreiben, mit Schaufeln und alles. Und das ist der Dom, der dazu gebaut wurde. Krass. Ja, das kommt auch dazu. Das machen wir auch regelmäßig. Also wenn es klappt halt. Aber was heißt regelmäßig? Solche Events halt, ne? Spleef Arena, PvP Arena, was wir da nicht alles schon gebaut und gemacht und getan haben und dann auch mit Plugins und dass man da mit Freunden spielen konnte und so. Aber nicht halt dieses,
Bling Bling, was ihr so von diesen großen, riesen Servern kennt, wo man halt irgendwie nur eine Nummer ist und irgendwann mal auftaucht, sondern wirklich, ja, ich sag mal so, wir würden gerne natürlich auch noch mehr Leute haben im Moment, sehe ich das richtig? Ja, aber gute Leute nehmen wir immer gern. Genau, aber halt nicht so überlaufen halt wie eben anderswo, ne? Das ist halt so. Genau. Da kennt man sich dann halt irgendwann. Ja, sehr schön. Okay, gut, gehen wir weit, würde ich sagen, genau. Oder? Genau. Dann halten wir jetzt einen kleinen Marsch vor uns zur Baumfarm. Also wir haben ja eine riesen Baumfarm, die hat unser Carsten ja mal gebaut. Das ist ja, also am Schluss wurde es ja dann auch mit Community-Unterstützung gebaut, weil es einfach so groß war, dass es einer kaum noch allein bewältigen konnte. Da wir ja einen Moment dahin brauchen, würde ich sagen, wir nehmen den Zug. Ja, gucken wir mal, wie es funktioniert. Genau. Genau. Das heißt, wir werden jetzt hier in den kleinen Bahnhof steigen, zum großen Bahnhof fahren und davon werden wir schnell noch die letzten paar Meter laufen müssen. Oder wir nehmen die U-Bahn. Das ist die Alternative dazu. Ach, die U-Bahn. Ich wollte immer eine U-Bahn haben. Ja. Haben wir auch schon in einem Video mal gezeigt. Also da war da, ja. Die U-Bahn hier wurde ja neu gebaut, weil wir hatten technische Probleme und mussten sie neu machen. So, hast du ja schon bei. Bitte? Ja. Ich suche den Bahnhof. Hier ist er. Nehmen wir den hier so lange. Das ist ja die U-Bahn-Geschichte. Das ist ja eine sehr schöne Sache mit Train-Cards. Da mehrere Cards dann schön aneinander gehangen, betrieben werden. Schöne Lokomotive vorne dran und so. Das ist ja echt eine coole Sache. So, bitte steigen Sie ein. Ding! Gleis 1 fährt ein, der... Was? Oh! Ich ja, gebe uns einen kleinen Boost, wir werden ein wenig schneller unterwegs sein. Das ist nicht gut für die Aufnahme. Ahaha! Das geht nicht gut. Also, liebe Leute, entschuldigt bitte dieses entsetzliche Aufnahmeding. Normalerweise, also, dazu muss ich sagen, das liegt nicht am Server. Das liegt einzig und allein daran, dass wir jetzt mit wirklich deutlich überhöhter Geschwindigkeit fahren. Und dreimal so schnell wie normal. Deswegen könnt ihr leider auch nichts sehen hier und ich hoffe, es zerschießt die Aufnahme nicht. Was ihr aber seht hier, sind die ganzen Tunnel. Die mussten ja auch alle gebaut werden in der entsprechenden Länge und ausdesignt werden und so. Und das sind halt so Sachen, die schön als Gemeinschaftsprojekt funktionieren. Und was war das? Was? Ich höre... Das Schweingeräusch? Ja. Irgendwo ist hier ein Schwein eingefangen und das macht Geräusche. Das arme Schwein. Das ist jetzt unser Hauptbahnhof hier. Das ist der Nordteil. Das haben wir ja auch schon mal gezeigt. Genau. Und jetzt gehen wir hier wieder rüber. Ich folge einfach Richtung mal Westen. Ich folge einfach mal dem penetranten Käsegeruch. Ich hatte erst gerade letzte Woche Fondue. Fondue? Und Käsefondue? Ja, natürlich. So. Jetzt geht's ja wieder los. Es ist schöner Herbst. Jetzt kann man wieder Fondue essen. Ich lieb's. Das ist ja der Anfang der Einkaufsstraße, haben die ja auch schon mal, glaube ich, gezeigt. Mhm. Genau, den Anfang aber auch nur, aber nicht so komplett in aller epischer Breite. Aber da sehen wir auch die U-Bahn, genau, die haben wir auch schon gezeigt. Und die bringt uns jetzt dahin, wo wir hinwollen, oder was? Genau. Sehr schön. Gehen wir die nochmal. Achso, Aufzug, richtig. Tschüss. Ah! Ich habe immer Angst. Eingang, Zahlen, zügig, was? Ja, das ist die Crafted Coins Bezahlung, die man normalerweise hier hat. Das ist aber im Moment ausgeschaltet. Da kommt es auch schon. Ja. Und jetzt fahren wir zuerst über die Poststelle. Also wir haben ja ein Postsystem entwickelt, dass ich von überall aus, wo ich einen Bahnanschluss habe, ja Post zu einem anderen schicken kann. Okay. Und das ist die nächste Haltestelle, müssen wir da aussteigen. Aber wir fahren eins weiter zur Baumfarm. Also diese U-Bahn funktioniert nach einem Fahrplan, der fährt, oder was? Also die fährt immer... Aus Größegründen mussten wir das einstellen, die fährt nicht mehr nach Fahrplan. Die fährt einfach, sobald man in die Nähe kommt, fährt sie. Mhm. Das mit dem Fahrplan haben wir aber immer noch in der Hochbahn, die werden wir später noch sehen. Also wir werden auch noch mit der Hochbahn fahren und die fährt wirklich nach Fahrplan. So, nochmal gesagt hier, also dieses Ruckeln und Zuppeln hier, das liegt nicht am Server, sondern das liegt an der ganzen Geschichte mit der Aufnahme. Das einfach, das ist halt zu viel gerade für meinen. Ich habe noch die Shader drin. Wenn ihr wieder fragt, das ist Zeus und Kopp. Ne? Die seit Jahren eigentlich. Ich glaube, ihr müsst es mal wieder updaten. Das habe ich dann, wenn irgendwann bei uns das Update kommt, das ist. Hier muss ich raus. Jawohl.
Dann, wenn irgendwann mal das Update kommt, dann habe ich nämlich sonst wieder. Was? Baudenkmal erster Güte. Ja. Okay. Baudenkmal. Das ist unsere Baumfirma. Ah, ich erinnere mich. Wir haben das schon mal kurz gezeigt, aber da war es noch nicht fertig. Alter Schwede. Ja, und das ist alles unterirdisch und das wurde alles manuell rausgebuttelt. Also das ist ja nicht so, dass das irgendwie rauskopiert oder sowas wurde, sondern das wurde rausgebuttelt. Oder mit World Edit oder so, sondern das ist eine riesen Bio-Kuppel und guckt euch das mal an. So, noch Fragen? Nochmal, alles von Hand. Und das ist halt das... Ich glaube, das begreifen die Leute gar nicht mehr, die Minecraft nur noch mit im Creative-Modus spielen. Ne? Also das ist, ja. Stell dich mal hier hin, dann gibt es nämlich noch einen schönen kleinen Effekt, den es hier gibt. Wo, hier hin? Ja, einfach hier oben auf den weißen Rand. Auf den weißen Rand, ja, ich stehe auf dem Holz. Und dann schauen wir nach oben so an die Ränder. Und die Ränder? Mhm. Da, wo der Sandstein ist? Ich hoffe, dass der Winkel stimmt, wo du hinschaust. Alter, was ist das? Das ist so ein netter Nebeneffekt. Das ist ja eine Steampunk-Maschine. Ja. Und die hat ja hier unten Wasserräderantrieb. Und man kann hier ja automatisch sein Holz in Holzkohle wandeln lassen. Ach, und da muss natürlich das angetrieben werden, das Wasserrad. Und dann, ach, wie cool. Und dann wird das unten dann gemacht. Und das Wasser, das hier reinkommt, das können wir mal ganz hoch fliegen. Autsch. Und kommt hier aus einem See, der hier oben durch existiert. Ach, das passt ja auch noch. Wie cool. Was ist das hier für ein Bötchen? Das ist ein so unser Binnenschifffahrt, das gerade Holzstämme abholt. Also das abholt, ja. Anliefern weiß ich jetzt nicht, Basel. Es ist wie Eulen nach Athen tragen oder Geld. Danke, dass du es nochmal erwähnst und nicht einfach stehen lassen durst. Du hast dich vertan übrigens gerade. So. Ich hab mich verbaselt. Ist es jetzt soweit? Du hast es verbaselt wieder. Ja, sehr schön. Und da geht auch schon wieder die Sonne unter. Das ist gleich schon wieder unser Stichwort. Aber das muss man einfach noch mal ein bisschen zeigen hier. Und wenn man mutig ist, kann man ganz mutig hier oben stehen und hier unten in die Mitte reinspringen. Nein. Doch, kann man, siehst du? Kann man? Wir haben ja ganz viele so Sprungsachen. Wir haben ja, also wir sind derzeit noch im Bau von einem sogenannten Event-Hub. Das heißt, wir haben das Fort Boyard. Ich nehme an, du kennst das. Das ist ein... Fort Boyard kenne ich, ja. Aber Event Hub hatten wir ja, wir hatten das Adventure Hub, ja, wo es halt Adventure Maps gab. Was ist denn daraus eigentlich geworden? Das fand ich auch eine schöne Sache. Lass mich raten. Ich bin nicht so informiert. Bucket geht nicht mehr. Wahrscheinlich. Ja, das ist ein eigentlich. Riesenproblem für uns. Ja, wir hatten da wirklich so ein schönes Adventure Hub gebaut. Da konnte man halt die Maps reinkopieren. Und du konntest als Spieler dann mit deinen Freunden dich abends dann verabreden, ey, lass mal ein Adventure Map spielen. Bist dann in dieses Hub reingegangen und dann hast du für dich deine eigene Welt bekommen und konntest da deine Adventure spielen. Das war eigentlich sehr, sehr cool. Das gibt's ja auch noch, ne? Das ist auf der ersten Welt, direkt da in der Nähe von meinem Haus. Und da müssen wir mal vorbeischauen. Hab ich noch nie gemacht. Gibt's aber ein Video zu. Kannst du in meinem Kanal gucken. Wenn ihr selber mitspielt... Was? Soll ich noch? Ich weiß nicht, ob du weißt. Ich bin ja wegen deinem Minecraft-Video grundsätzlich mal auf dich aufmerksam geworden. Ja, so sollte es ja auch eigentlich sein. Schön, dass du immer noch da bist, auch wenn es nicht nur Minecraft in meinem Kanal gibt. Es kommt aber nächstes wieder. Wann kommt das nächste Minecraft-Video? wenn ihr Teil dieser fantastischen Community werden wollt, gada.link/join ist die Adresse, wo ich bewerbe. Bitte lest die Regeln. Ich kann es nicht oft genug sagen. Ansonsten erinnert mich das hier an eine olympische Fackel. Was war das denn? Sydney oder so? Da war ungefähr das Logo so, dann mit so einer verschnörkelten Fackel da drin. Darin dann nenne ich das Teil in der Mitte gerade. Also ich glaube, es ist ein Windrad im Steampunk-Design. Mhm. Und eigentlich auch ein sehr effizientes von Bauweise. Ich weiß nicht, ob du das auch mal mitbekommen hast. Es gibt jetzt diese neue Windräder, die so hoch ganz sind. Die sind viel effizienter als die wir normalerweise haben. Und mit sowas beschäftige ich mich nicht so sehr. Alles klar. Leute, danke fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge hier von der Minecraft-Show. Und da gucken, was es dann Spannendes zu sehen gibt. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.